Polizeirevier von 1874. Ein historisches Gebäude. Das muss man erhalten, so ein Gebäude. Aber erst einmal, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Murdered. Soul Suspect. In der letzten Folge waren wir in der Kirche, haben die Zeugin gefunden. Sie ist ein Medium, sie kann Geister sehen und hören, kann mit ihnen sprechen. Und jetzt, ja, sag ich mal, ist sie abgehauen, weil sie die Schnauze führt, dass immer Geister auf die Nerven gehen und wollen Hilfe von ihr. Und sie will jetzt ein Buch holen, was wohl ihre Mutter geschrieben hat oder was halt von ihrer Mutter war, keine Ahnung. Zumindest ein Buch, was auch ihre Mutter haben wollte. Und das ist halt im Polizeirevier. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Copkiller. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt. Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Er hat noch nicht gepatzt. Wird er aber. Update zu neuen Entwicklungen. Flagge einer Vermisstenmeldung. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklungen. Was ist passiert? Überstellung von Verdächtigen. 1,90, 95 Kilo, athletisch, kaukasisch, Augenfarbe blau, Erkennungsmerkmale, immer mit Maske, Kapuze. Glockenmörder Verdächtige. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Ich muss an die Abteilung glauben. Wir Korps halten zusammen. Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Todesursache erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch erdrosseln. Schwere Abschürfungen an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmorden. Ergebnis: Mord. Muster der Mordopfer. Alle Opfer wurden für ihre Ermordung gefesselt. Ich nicht. Irgendwelche neuen Hinweise in meinem Fall? Ankunft der Leiche in der Leichenhalle. 20.14 Uhr. Todesursache? Obduktion aussteht. Vorläufige Forensik, keine Fasern, kein verdächtiges Blut, DNA. Keine Fingerabdrücke am Ort. Der Mörder hat mittlerweile so viel Übung, dass er nie etwas Zurückführbares hinterlassen würde. Offizielle Todesursache. Stimmt, sie müssen auf die Obduktion warten. Für eine offizielle Todesursache. Obwohl ich 3 Stockwerke auf den Asphalt gefallen bin und auf mich geschossen wurde. 7-mal in die Brust. Meine Leiche muss bereits hier angekommen sein. Wenn sie in der Leichenhalle ist, bereiten sie wohl gerade meine Obduktion vor. Das ist surreal.
Gut, neue Hinweise. Gibt es da wirklich neue Hinweise? Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Na gut, ich habe noch nicht so viel Informationen für ihn. Nein, Sir. Das wüsste ich selbst lieben gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Rex, Frustration. Rex ist angesichts fehlender Beweise und ausbleibenden Fortschritts in meinem Fall frustriert. Das kann man gut verstehen. Recherchen zum Glockensymbol. Ähnlichkeit des Symbols. Steht das in Verbindung mit dem Symbol des Glockenmörders? Symbol des Mörders. Signatur am Tatort. Das Symbol, das der Glockenmörder an seinen Tatorten zurücklässt. Was hat eine Glocke mit seinen Morden zu tun? Hey, aufhören! Für Gefühle ist kein Platz. Wir müssen einfach unseren Job machen. Ich muss an die Abteilung glauben. Was haben wir denn hier? Just Cause 2. Das habe ich auch schon mal durchgespielt. Aber nicht als Let's Play. Wobei das Spiel selbst, wenn man nur die Hauptkampagne spielt, oder nur die Hauptmission, ist man eigentlich sehr schnell durch. Ach so, war es jetzt, sage ich mal, nicht schlecht. Ja, Just Cause 2. Hier ist dann der Ausgang. Da kann ich dir nicht helfen. Bin nicht von der Mordkommission. Ich bin erst 6 Monate bei der Polizei. Ich hab mich nur gefragt, werden Cops oft ermordet? Nein, würde ich nicht sagen. Ich bin seit 20 Jahren Polizist und ich lebe noch. Aber wenn es vorkommt, rüttelt es einen wach. Vielleicht umso mehr, weil es nicht oft passiert. Nicht, dass wir wollen, dass es öfter passiert. Natürlich will ich später auch im Außendienst arbeiten. Es war einfach ein harter Tag. Hör mal, Junge. Wir alle haben harte Tage. Das Gute ist, dass wir die meisten davon überleben. Manchmal klingt so ein Bürojob gar nicht so schlecht. Bin ich froh, nicht bei der Mordkommission zu sein. Eine verschlafene Stadt wie diese, kein Grund zur Sorge. Aber Ronan, wow.
Sind wir im Revier überhaupt sicher? Hoffentlich lebe ich lang genug, um ein alter Kopf zu sein. Vermisst-Meldung. Jennifer Gelbach, weiblich, weiß, schlanker Körperbau. Zuletzt von Freunden auf den Ashland Hills Friedhof gesehen. Nach einer Party mit anderen Cheerleadern. Seit 2 Tagen vermisst. Gebraucht. Das standhafte Gespenst. Na komm, lies. Plakette der Feste von 1775. An dieser Stelle stand eine noble Feste gegen die britische Krone, errichtet 1775. Baxter, verlässt du dich immer noch auf diese Zaubertante? Du weißt, ich halte nichts von diesem Geisterscheiß. Aber sie hat eine Spur. Für mich zählt nur das Ergebnis. Wenn du eine verlässlichere Quelle findest, lass es mich wissen. Baxters Beziehung zur Mutter der Zeugin. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde. Komisch. Arbeitet immer noch an dem Fall, obwohl er abgezogen wurde. Sehr seltsam. Verdächtiger freigelassen. Junger Mann im Kapuzenshirt festgesetzt. Nach todsicheren Alibi freigelassen. Sind wir hier angekommen. Ist auch wieder eine Geisterbemalung. Na komm. G. Soderberg, persönliche Informationen. Greta Soderberg, weiblich, 17 Jahre alt. Was? Tod trat eine Woche vor Highschool-Abschluss ein. Die Detectives kriegen den ganzen Ruhm. Wie ist Ronan so schnell aufgestiegen? Der Polizist. Er spielt. Er zockt. Anstatt zu arbeiten, zockt der Kerl lieber. Aber er weiß nicht, wie er das Spiel starten soll, wie es aussieht. Wir Cops halten zusammen. Die spielen das aber alle. Darf ich nicht weiter? Wenn dieses Zeug hier ist. Na, stört sich aber keiner daran. Thank you.
Wann ist zum letzten Mal ein Beamter von hier im Dienst gestorben? Noch nie. Ronan ist der Erste. Der Chef muss Rex von dem Fall abziehen. Er wird kaum klar denken können. Machst du Witze? Den kriegst du nicht mal mehr mit Gewalt von dem Fall weg. Ich tue besser das, was ich kann. Ob ich auch lernen könnte, wie man Leute verhört? Ob das Mädchen etwas weiß? Was soll sie denn damit zu tun haben? Es gibt gute Gründe, sich an die Regeln zu halten. Ronan hätte warten sollen. Ja, das hätte er. Muss einen Hinweis zu seiner Identität finden. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass der Mörder einfach sein Leben weiterlebt. Wie jeder andere auch. Stört das eigentlich niemanden? Die müssen sicherlich auch Geld sparen und da wird das Papier rasgeschossen. Kein stört es. Und das hört niemand. Arbeitest du etwa beim SWAT-Team, mit dem fertig werden würde? Ich habe scheiß Angst vor dem Mörder. Er scheint einzigste zu sein, der arbeitet. Na gut, hier sind noch ein paar. Eine wertvolle Information. Und an der Tafel darf ich nichts anstellen. G. Soderberg, polizeilicher Fortschritt. Die Steine in ihren Taschen könnten auf Selbstmord hinweisen oder auf eine Mutprobe von Mitschülern. Kein Anzeichen von Gewalt und derzeit keine Verdächtigen. Sind wir hier? Das war der Rahmen der Tafel. Polizeilicher Fortschritt im Fall Arquace. Ein weiterer Fall eines scheinbaren Unfalls mit Ausnahme des Glockensymbols. Von einem behandschuhten Finger in den Staub an Fenster gezeichnet. Plakette des Kampfes von 1777. An diesen Ort hielten die tapferen Soldaten der Kontinentalarmee im Januar 1777, weit in der Unterzahl, 3 Tage lang die britischen Kräfte auf, bis Verstärkung aus Boston kam. Ja, Boston haben sie doch den Tee der Briten ins Wasser geschmissen, wo sie gedacht haben, wie der Teesteuer, das können sie sich schenken. C. Nelson, polizeilicher Fortschritt. Es gibt immer noch keine Verdächtigen in dem Fall. Ein Unfall wird nicht ausgeschlossen, aber der einzigste Beweis für Fremdeinwirkung war das mit Filzstift gemalte Glockensymbol. Keine Abdrücke auf dem Stift. Plakette des Kampfes von 1776. Hier gaben im Dezember 1776 13 Soldaten der Kontinentalarmee ihr Leben im Kampf gegen einen Überraschungsangriff der britischen Truppen. Hallo?
Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Wenn es das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier. Vielleicht kann ich helfen. Nö. Ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem, danke. Tu, was du tun musst. Ich komm schon klar. Ah, hat sich wohl erhängt damals. Leben überdenken. Wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Meine ersten Verbrechen. Ich werde nie den Rausch meines ersten Diebstahls vergessen. Er sah es nie kommen. Und ich sah es nicht kommen, als mein Vater meinen Arm mit einem eiskalten Grinsen und einer Tätowiernadel festhielt, um mir ein Andenken an ein Verbrechen zu geben, das unvergesslich sein sollte. Ich muss hier raus. Da ist ein Geist gleich da in der Zelle. Habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr mich einsperren könnt? Als Glanz und Autorität. Das Gelaber schlimm genug im Knast. Einheit. Du auch? Da ist noch einer. Sag nicht, du siehst den Kerl nicht. Sehen Sie das echt nicht? Der Geist steht doch genau da. Sehen Sie das echt nicht? Wir könnten also Geister sehen. Du gehörst in der Gummizelle. Warum muss ich hier bei diesem Irren sein? Der ist nicht irre. Er sieht einfach nur das, was du nicht sehen kannst. Und nicht sehen willst. Spielen die alle das Spiel? So, das ist dasselbe Raum. Kette des Kriminallabors. In dankbarer Anerkennung der zahlreichen anonymen Bürger Salems, die es ermöglichten, dieses Kriminallabor zu erbauen und den Menschen dieser Stadt besser dienen zu können. Verrätst du mir, was passiert ist? Wonach sieht's denn aus? Ich bin tot. Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen. Einige Schlaftabletten. Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht, dass man aufwacht. Was soll ich denn jetzt tun? Tja, da fragst du den Falschen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich's rausfinde. Das ist alles ein böser Traum. Das muss es sein. Das ist alles ein böser Traum. Das muss es sein. Hm.
Ist ein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Hat seins zwei Spinnennetz. Er hat bei seinem eigenen Tattoo einen Fehler gemacht. Das ist eine Tattoo, die mir weiß ich nicht. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Und dieser Rabe ist angekettet an... Sie das widerstehen? Wir bezahlen Sie nicht für das Analysieren von Tattoos. Ja, Sir. Wow. Sein ganzer Arm sieht aus wie ein Bekenntnis zu... Nun, ein Bekenntnis zu... Zu einer Menge Zeug. Wir respektieren die Verstorbenen, mein Sohn. Vergessen Sie das nicht. Ein wenig Respekt wäre nett. So ist es. Die Uni bringt dir nicht alles bei. Aber Tattoos könnten uns Hinweise liefern. Warum ist er so barsch? Meine eigene Leiche sehen. Nichts kann dich darauf vorbereiten, deine eigene Leiche zu sehen. Es fühlte sich noch nie so nach einer leeren Hülle an. Himmel, ich sehe aus wie ein Krimineller. Verhörraum. C. Nelsons persönliche Informationen. Claire Anna Nelson, weiblich, 20 Jahre alt, Studentin. Finden wir oder die vier Gegenstände. In jedem Jahrhundert sucht der Mensch die Zerstörung. Irgendwie muss das Mädchen doch auch was zu tun haben. Man sieht sie jetzt zwar nicht mehr, das Mädchen, aber ich denke mal, die hört noch irgendwas, was sehr wichtig sein wird. Was für die Handlung wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein wird. Schätze ich mal. Ach, ich würde sagen, das Stockwerk. Das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Denn es bringt jetzt nichts weiter zu bauen. Es geht auch schon ganz schön weiter hier. Na gut. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und Spaß gemacht hat, könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Vielleicht noch ein Like. Könnt mich abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Hier bei den sozialen Netzwerken. Auch bei Discord könnt ihr mir gerne mal folgen. Könnt mal vorbeischauen. Und in der nächsten Folge werde ich das Stockwerk hier oben ja, weiter erkunden. Werde sehen, was es dort gibt. Vielleicht finde ich noch ein paar Gegenstände. Ansonsten gehen wir dann zu den Ermittlungsraum zurück. Werden mal sehen, ob wir vielleicht neue Hinweise finden können. Dass wir dann noch eine Spur finden. Vielleicht werde ich ja teilweise offline da bis weiterspielen, werde vielleicht in der Kirche zurückgehen, noch diesen einen Gegenstand suchen oder der Stadt. Vielleicht auch nochmal ein bisschen umherlaufen, um vielleicht nochmal die zwei oder drei Ölfässer zu finden.
Weil das muss jetzt, sag ich mal, nicht jetzt noch im Spiel selbst sein. Das Vorlesen würde ich dann im Spiel machen, klar, aber... Ja. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.